Die Geschichte von Heim geht weiter. Meine Mutter, mein Vater, Heinz Baranowski, Ursula Baranowski, Gerd Baranowski, ich hieß Martina, hieß ich, geht weiter. Ich bin in die dritte Klasse gekommen. Ich habe die erste geschafft und die zweite geschafft. Mit guten Noten hatte ich geschafft und alles. Ich wollte immer anstrengen, besser sein wie meine Eltern und auch ein bisschen besser sein wie andere Kinder wollte ich sein. Drum und dran. Und wollte stark sein. Und die dritte Klasse ist gekommen. Wir hatten Mathematik, Geschichte hatten wir, Werken hatten wir, Musik hatten wir, Zeichnen hatten wir. Und Zeichnen mochte ich auch so gerne. Und wenn einer was an der Tafel gemalt hatte, konnte ich malen. Aber Feuer konnte ich nicht malen. Ich wusste nicht, was ich male. Aber wenn einer an der Tafel gemalt hat, dann ging es bei mir. Da konnte ich das abzeichnen und dann ging das. Dann hat es auch Spaß gemacht und Freude gemacht. Wir waren Jungs, wir waren Mädels in der Klasse, waren wir gewesen. Wir hatten zum Anfang eine Lehrerin, hatten wir gehabt, die war sehr freundlich gewesen. Wir sind auch im Sommer schwimmen gegangen, das war ein schönes Schwimmbad gewesen. Und dann hatte ich mein erstes Abzeichen gemacht. Und da mussten wir von Dings für Schwimmen, eine Ecke schwimmen, mussten wir dann einen Körper machen. Das war bei mir nicht so gut gelungen. Und das war die erste Stufe, habe ich geschafft. Da war ich so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Das Schwimmbad war so richtig schön. Wir gingen durch den Wald, es war nicht weit, das Schwimmbad. Und der Wald war ja richtig schön bei uns in der Kinderheim. Und das war richtig schön, die Wälder da. Ich habe mich da so wohl gefühlt und wir haben auch Pilze gesucht. Wir durften keine Pilze essen, aber die Erzieher haben dann die gegessen. Das hat uns ein bisschen geärgert, drum und dran. Aber ich dachte mir, ich muss das Leben leben und musste weiterkämpfen. Ne? Manche Erzieher waren sehr gut, haben uns vieles beigebracht. Und man musste auch Schränke aufräumen. Dann haben sie alle die Schränke rausgeschmissen, alles die Sachen. Und dann musste man alles wieder ordentlich reinmachen. Und ich war mit der Zeit schlau geworden und habe das so gesehen und dann habe ich dann selbstständig die Schränke aufgeräumt. Überall habe ich dann aufgeräumt und Ordnung geherrscht, weil meine Eltern ja auch schmutzig waren zu Hause. Zu Hause war einfach nicht schön, es war nicht wärmlich. Ich mit meinem Bruder habe mich da nicht wohlgefühlt, alles drum und dran. Und dann habe ich schon versucht aufzuräumen, die Schränke und alles in Heim. Und habe auch ein bisschen Lob bekommen, das hat mir dann auch gefreut. Und alles, ne? Dann habe ich ein Zimmer gehabt. Zuerst haben wir Mehrmannzimmer gehabt und dann habe ich ein Zimmer gehabt, da waren wir drei Personen. Ein Doppelstockbett haben wir gehabt. Und da habe ich oben geschlafen, habe ich denn. Und die beiden Geschichten kommen noch. Schönen Nachmittag.